Corel Air 750 mit Wischfunktion und WLAN und App Support. Wie schon bei dem Air 600 Review hier irgendwo verlinkt, alles sehr schön verpackt und obendrauf eine Kurzanleitung in gutem Deutsch. Kein China-Deutsch. Wer mehr braucht, hat hier noch die umfangreichere Anleitung. Einem zweiten Mikrofasertuch zum Wischen. Dem Wischbehälter mit Tuch vorinstalliert. Hier bei dem orangenen Nippel kommt das Wasser rein. Zwei AA-Batterien für die Fernbedienung sind dabei. Ein Ersatzfilter. Die Infrarot-Fernbedienung. Die Ladestationen, die er automatisch erkennt. Mit Halterung für die Fernbedienung. Einem Kabelkanal fürs Ladekabel und Platz hinten drin für zu viel Kabel. Das Netzteil mit einem für mich zu kurzen Kabel. Gerade mal einen Meter und die Steckdosen sind nicht immer da, wo der Sauger stehen sollte. Den Bürstenreiniger, der richtig genial ist und alles, was sich verfängt, einfach wegschneidet und rauskämmt. Den Magneten für den Boden, um No-Go-Bereiche abzugrenzen. Die Magnete sind sehr stark. Also vorsichtig damit. Vier Rotorbürsten, wobei zwei verbaut werden. Und dem Herzstück, dieses Mal mit braunen Applikationen. Die Transportsicherung weg, die den Anfahrschutz beim Transport sichert. Dieser ist die letzte Sicherung, da er eigentlich nach vorne auch schauen kann. Er schaut auch nach unten und fällt so keine Treppen runter. Im Grunde alles identisch zum Air 600. Auch der Hardware-Schalter. Die Bürste ist gut, geht aber nicht wie bei den Spitzenmodellen im Markt über die ganze Breite. Der Schmutzbehälter lässt sich leicht entnehmen und entleeren. Einfach fürs Grobe und der Feinstaubfilter. Wie gezeigt, es ist auch ein Ersatzfilter dabei. Und da, wo der sitzt, da kommt dann der Wischer rein. Es geht also nur entweder oder. Und das ist etwas schade, weil, bevor gewischt wird, sollte doch der grobe Dreck gesaugt werden. Und wenn ich dann überlege, dass ich es dann tauschen muss, der Sauger erst wieder laden muss und naja, dann ist die Bude doch schon wieder dreckig. Die seitlichen Bürsten sind schnell installiert. Über die Fernbedienung kann alles gemacht werden. Sie ist auch die Uhr des Saugers für zeitliche Programmierung. Es ist weiterhin ein chaotischer Sauger. Also keiner, der erst die Fläche ausmisst und dann den optimalen Weg berechnet. Die kosten das 4- bis 5-fache. Er fährt einfach los und ist irgendwann leer und fährt zurück. Dabei erwischt er einige Stellen mehrfach und andere eventuell auch gar nicht. Mit dem Magnetstreifen kann man Bereiche absperren. Der Geräuschlevel ist gut. Unsere Katzen haben damit keine Probleme und er kann auch beim Frühstück in einem anderen Raum fahren, ohne zu stören. Die Basis sendet ein Infrarotsignal aus, anhand dessen er den Weg zu ihr zurückfinden kann. Neu ist die WLAN-LED. Die Einrichtung und der Betrieb ist aber nicht durchdacht. Wer kein Profi ist und seine 2,45 GHz Netzwerke trennen kann und will und, der wird keinen Erfolg haben. Die App ist am Ende das gleiche wie die Fernbedienung und hat nur zwei Unterschiede. Eine Suchfunktion und dass Alexa lernen kann, den Sauger zu starten.
aber selbst ich bin an der Verbindung verzweifelt und würde auch raten, Finger weg. Abwischen umstecken ist einfach. Der R750 erkennt den anderen Einsatz und versucht nicht zu saugen und lässt das Gebläse aus. Wischen bedeutet in dem Fall, dass das feuchte Tuch durch den Raum gezogen wird. Es bleibt dabei eine leichte Feuchte zurück. Keine Oszillation des Tuches und auch wenig Druck. Leichte Verunreinigungen werden so beseitigt. Klebrige Angelegenheiten weniger. Trotzdem wurde ich von dem Ergebnis positiv überrascht. Ich hätte es sogar weniger effektiv eingeschätzt. Teppiche und Unterkommoden sind oder ist für den Sauger natürlich kein Problem. Wobei der Teppich im Wischmodus ein Problem ist, den wischt er auch. Und ist danach ganz verharrt und verfusselt. Also Teppich hoch oder raus. Unter Betten und Kommoden ist das Wischen aber richtig gut. Da kommt man sonst nicht so hin. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie schlecht oder auch gut die Computerstimme von Spätschilo ist. Teilweise echt gruselig. Aber an anderen Stellen gar nicht mal so schlecht. Alle Links in der Videobeschreibung.